نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Das ist unsere 12. 13. Halaqa von der Erklärung, der Kommentar von Tafsir ibn Kathir. Wir haben über Al-Hamd geredet. Also Imam ibn Kathir redet über Al-Hamd, der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Er sagt, also Imam ibn Kathir sagt in seinem Tafsir, er hat ein Hadith jetzt hier aufgeführt, was nicht authentisch ist. Also die Art und Weise von Ibn Kathir in seinem Buch, er erklärt den Koran mit dem Koran. Wenn er eine Ayah findet, die eine andere Ayah erklärt, er benutzt das. Wenn er keine Ayah findet, er benutzt die authentischen Ahadith. Dann er erwähnt auch schwachen Ahadith. Das ist zur Verstärkung. Er ist Hafiz, Ibn Kathir ist Hafiz, ist Muhaddith. Er weiß, dass diese Ahadith nicht authentisch sind. Also hier, er sagt, Rawa ibn Majah an Anas ibn Malik radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. من الله سبحانه وتعالى ein Wohltat, ein Diener von ihm gibt. Dieser Diener sagt الحمد لله. Dann Allah سبحانه وتعالى, also diese, was er von Allah سبحانه bekommt wegen die Aussage الحمد لله, ist besser als diese Wohltat. Es gibt einen anderen Hadith, Prophet sagt, لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله كان الحمد لله أفضل من ذلك. Sagt Prophet sagt, wenn die gesamte Dunya im Hand eines Dieners, er sagt الحمد لله, sagt, dann wird dieser الحمد لله, was er gesagt hat, besser als الدنيا, die gesamte Dunya. Also das Zikr, also wenn wir reden über Zikr, Zikr beeinflusst Material, beeinflusst die Seelen. Ich gebe euch einen Nutzen. Die Religion von Shaitan ist Sihr. Und Sihr beeinflusst Material, beeinflusst die Seele. Womit al-Batil, nicht al-Haqq. Zikr ist al-Haqq. Und beeinflusst Material, beeinflusst Seele. Und Zikr hilft, dieser Batil zu löschen. Und wegzunehmen, also macht das weg. Aber was für ein Zikr ist das? Diese Aussage, Alhamdulillah, wenn du jetzt, du hast gehört, jetzt, was bedeutet Alhamdulillah? Und wenn du das sagst mit deiner Zunge und du verstehst, was du sagst und du glaubst das mit deinem Herz, du sagst das mit deinem Herz, das beeinflusst.
Das gibt dir eine Kraft und beeinflusst dein Leben im Positiven. Alhamdulillah, du lobst Allah, alles Lob gebührt Allah. Also du verehrst Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kann Alhamdu afdal min dhalik. Qala al-Imam Qurtubi sagt, wa ghayruhu und anderen, ay lakana ilhamuhu الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. Sagt, er erklärt diese Aussage vom Prophet صلى الله عليه وسلم, er sagt, dass wenn Allah dir diese Wohltat gibt, dass du immer Alhamdulillah sagst, Al-Ilham bedeutet, du bist inspiriert, immer sagst du Alhamdulillah. Du läufst, du sagst Alhamdulillah, du trinkst, du sagst Alhamdulillah, du isst, du sagst Alhamdulillah, du wenn du was kaufst, du sagst Alhamdulillah. Also du sagst oft Alhamdulillah, immer sagst du Alhamdulillah. Allah gibt dir das. Sag diese Sache, was dir Allah gibt, besser als die Wohltaten von der Dunya, was dir Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil die Belohnung von Alhamd ist ewig. Und die Wohltat von der Dunya bleibt nicht. Kama qala Allah ta'ala, die Aussage von Allah, المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Geld und die Kinder, die sind die Schmuck von der Dunya, vom Leben von der Dunya. والباقيات الصالحات. باقيات الصالحات, das ist Dikr. باقيات الصالحات. الباقيات, das ist Plural von باقية. Irgendwas bleibt. الصالحات, das ist irgendwas Gutes. Irgendwas Tugend. Irgendwas Gutes. Khairun besser bei deinem Herr als Khairun Zawaban und Khairun Amal. Also Al-Dhikr ist besser als die Kinder, besser als die Dunya. Al-Dhikr. Also die Belohnung von Al-Dhikr ist besser als die Dunya, besser als alles. Also Baqiyat Salihat, das ist Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Diese fünf, das ist. Jetzt, also ich führe ein Hadith jetzt, was Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Dieser Hadith ist, die Überlieferung ist schwach. Hadith in Sahih ibn Majah, an ibn Umar, das Prophet sallallahu alaihi wa sallam, haddathahum, Prophet hat Sahaba berichtet, dass ein Diener von dem Diener von Allah sagte, ja Rabbi, lak alhamdu. Dieser Hadith ist nicht authentisch. Er hat eine Aussage gesagt, ein Dikr, laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Die zwei Engel, die mussten nicht wieder schreiben. Die sind zu Allah subhanahu gegangen, sagen, ja Allah, unser Herr, ein Diener hat so und so gesagt. Allah sagt, Allah weiß, was er gesagt hat. Hat zu ihnen gesagt, was hat mein Diener gesagt? Wir haben diese Aussage gesagt, Alhamdu, lak Alhamdu, so Lob, alles Lob gebührt dir, ja Rabbi, o oh mein Herr, ja Rabbi, kama yanbaghi li jalali wajhik, es passt zu dein Antlitz und dein gewaltiger Thron. فقال الله لهم الله sagt zu ihnen schreib das wie mein Diener gesagt hat. Das ist nicht authentisch. Qurtubi sagt an Taife annahum qalu an Qurtubi hat berichtet von Mons Gelehrten haben gesagt die Aussage der Diener Alhamdulillah Rabbil Alamin ist besser als La ilaha illallah. Qurtubi sagt berichtet die Aussage von Mons Gelehrten. Dann die haben gesagt, die Aussage Alhamdulillah Rabbil Alamin ist besser als die Aussage La ilaha illallah. Warum? Sagt, weil Alhamdulillah Rabbil Alamin schließt At-Tawhid ein. Ha? Alhamdulillah schließt At-Tawhid ein. Alhamdulillah ist umfassend. Also du stellst alle Vollkommenheiten für Allah fest. Und davon ist Al-Uluhiyah. Davon ist auch Al-Uluhiyya. Deshalb sagen die, Alhamdulillah, Rabbil Alamin ist besser als La ilaha illallah, weil
لا إله إلا الله eingeschlossen in الحمد لله رب العالمين. وقال آخرون manchen anderen haben gesagt لا إله إلا الله besser, weil die machten Unterschied zwischen الإيمان والكفر. Und in der Sunnah, der Prophet sagt, Sunan Tirmidhi, also der Prophet sagt, das Beste, was ich gesagt habe, und die Propheten vor mir, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Ich gebe euch einen Rat. Diese Aussage, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Das ist ein, dieser Dhikr ist ein Wunder. Deshalb Prophet sagt, derjenige, der sagt am Tag, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, hat eine große Belohnung. Und Allah schützt ihn den ganzen Tag von den Schayatin. Und niemand kommt im Tag der Auferstehung besser als ihm, außer jemand, der hat das mehr als ihm gesagt hat. Und dieser La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Das soll man 100 Mal sagen am Tag, besonders früh nach dem Fajr. Wenn man Fajr betet und die Adhkar von As-Sabah sagt, muss nicht, aber wenn man wirklich Allah liebt und will wirklich geschützt sein, muss diese Aussage sein. La, das ist Tawhid, Tawhid. Das ist die Vollkommenheit von Tawhid. Also wenn du sagst, La ilaha illallah. Wir haben gesagt, dass La ilaha illallah besteht aus Verneinung und Feststellung. Verneinung und Feststellung. La ilaha illallah. وحده لا شريك له. Wenn du sagst وحده, du bestätigst, was bestätigst du? Die Feststellung. Du verstärkst die Feststellung, dass Allah der Anbetungswürdige ist. لا شريك له, hat keinen Partner. Du verneinst einen Partner, du verstärkst die Verneinung in La ilaha illallah. Es gibt keinen Ilah, der Recht hat, angebetet zu werden. Also, du sagst La ilaha illallah, du bestätigst sie und du versteckst sie durch wahdahu la sharika lah. Lahul mulk, ihm gehört Königsreich, also den Besitz. Er besitzt alles. Ist al-Malik, ist der König. Lahul mulk, also bedeutet niemand besitzt al-Mulk außer ihm. Lahul mulk wa lahul hamd, niemand besitzt al-Hamd außer ihm. Und Mulk und Hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hier bestätigst du und stellst du fest die vollkommene Fähigkeit von Allah. Also wenn du diese Aussage glaubst, und du lebst mit dieser Aussage, wer kann dich schaden? Niemand, wenn du wirklich daran glaubst. Wer kann dich schaden? Niemand. Sagt La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Waqad taqaddama an Jabirin marfu'an afdalu dhikr la ilaha illallah. Das habe ich schon gesagt. Beste Dhikr ist La ilaha illallah. Beste Dua ist Alhamdulillah. Beste Dua ist Alhamdulillah. Warum ist Alhamdulillah Dua? Wer kann mich erklären? Warum ist Alhamdulillah Dua? Warum ist Alhamdulillah, er hat gesagt in Jabir, also dieser Hadith Marfu'a, Jabir hat es gesagt, Marfu'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, die Aussage vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, der beste Zikr ist La ilaha illallah. Und der beste Dua ist Alhamdulillah. Warum Alhamdulillah ist ein Dua? Es ist Zikr oder Dua? Hier steht beste Dua. Wieso?
Weil man nach dem Erwähnen von Alhamdulillah mehr von Allah bekommt. Man bittet Allah um die Hilfe oder Vergebung. Weil Alhamd zwischen zwei Sachen ist. Man bittet Allah um die Hilfe. Wenn du Alhamdulillah sagst, bittest du Allah um Hilfe zwischen dem, was man bekommt, von Allah, was man braucht. Ja, wenn wir jetzt sagen, Alhamdulillah, verstehen wir dadurch Dua? Und was der Mensch macht, das gute Wort. Aber steht Alhamdulillah, das Hilfe, du suchst Hilfe, ist das wie Bismillah. Bismillah ist deutlich, du suchst Hilfe. Du sagst Bismillah, das bedeutet, du suchst Hilfe bei Allah. Aber in Alhamd gibt es diese Bedeutung von Hilfe, ich suche Hilfe. Also, Alhamdulillah, es ist Dua, weil, also, Dua, es ist zwei Arten. Dua und Ibadah, Dua die Anbetung, Dua und Mas'ala. Dua des Verlangens, du brauchst irgendwas von Allah. So, also jetzt in der Fatiha, du sagst, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, du lobst Allah. Das ist Dua, aber Dua al-Ibadah, Dua die Anbetung. Du hast nichts von Allah verlangt, dass er dir was gibt. Du lobst ihn, du verehrst ihn. Das heißt Dua die Anbetung. Yunus, was hat Yunus gesagt, als er im Bauch von diesem Fisch Hut? Was hat er gesagt? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-Zalimin. Er hat in diesem Dua, er hat nichts verlangt. Sichtbar, hat nichts verlangt. Er hat nur Tawhid ausgesprochen. La ilaha illallah, subhanaka. Inni kuntu min al-zalimin, hat seinen Fehler erkannt. Und so, sogar bestätigt mit Inni, diese Präposition der Verstärkung. Aber hier, die Gelehrten haben gesagt, das ist Dua al-Ibadah. Und er verlangt mit Dua al-Ibadah seine Rettung. Und seine Freiheit von diesem Gefängnis, in diesem Bauch, von Fisch. Versteht ihr? Deshalb, wenn du sagst, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Du hast die Absicht, du verlangst von Allah alles, was du, also, dass du gut lebst. Das ist Dua al-Ibadah. Du betest Allah an, aber du brauchst von Allah viele Sachen. Allah gibt dir. Nicht derjenige, der macht kein Dua al-Ibadah und kommt schnell und sagt, Allah gib mir. Allah gib mir. Das ist kein Adab von dem Dua. Du liest Adab al-Dua in Surat al-Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Lob. الحمد لله الرحمن الرحيم لو مالك يوم الدين لو إياك نعبد وإياك نستعين ده التوحيد تنزاقت اهدينا الصراط المستقيم هات فاس في علامكت هات دي غيش لايت تن كوم باس دو فيلس بس أدب الدعاء أدب الدعاء صلب دعاء المرشد زاغن يا بن إيش الحمد لله زاغن إيش فيل الله بس زاغن وقيم يا Allah, er weiß, was in deinem Herz ist. Du machst ein Dhikr. Allah weiß, was in deinem Herz ist. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله حديث Also, Al-Alif wal-Lam. Was ist Al-Alif wal-Lam? Al-Alif wal-Lam, das ist Buchstaben, zwei Buchstaben. Diese Buchstaben benutzt man, wenn man was definieren will. Du sagst, gib mir ein Wort auf Arabisch, egal was für ein Wort. Gib mir ein Wort. Ohne Al. Und ein undefiniertes Wort, Nakira. Beitun. Ah, Beitun.
أسبيضة بيت أو دويتش هاوس 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 وين دو ساكس بيت ذا هاوس undefiniert irgendein Haus du hast diesen Haus nicht definiert irgendein Haus Aha. auch wenn du sagst Hemd Hemd Lob ohne zu definieren diese L kommt um Worte zu definieren du sagst El Beit das Haus um zu zeigen dass du kennst Was für Haus ist das? Ist bekannt bei dir. Wenn du sagst Alhamdulillah, also bedeutet, es ist hier nicht zum Definition, hat eine andere Bedeutung. Das heißt Al-Istighraq. Was bedeutet Al-Istighraq? Bedeutet alle Arten des Lobes gebührt Allah. Al-Istighraq. Istighraq bedeutet, Du meinst alle, dieses Wort Allgemeinheit, alles, alles. Alhamdulillah bedeutet alle Arten des Lobes, gebührt Allah. Alles. Al-Alif wa Lam, Al-Istighraq, Jami' Ajnas, alle Arten von Alhamd, Sunufi Lillahi Ta'ala, Kama Ja'a fil Hadith, Allahumma laka alhamd kullu, Provider, O Allah. Dir gebührt alles Lob. Oder Kalmulku Kullu, auch Al-Mulk, Besitz und, wie sagt man, Königsreich, Al-Mulk. Mulk, ja, Königsreich. Also alle Arten des Königsreiches ist gebührt dir, das dein Besitz, dein Besitz. Wa ilayka yarju al-amr auch. Alle Sachen kehren zu dir. Also bedeutet der Versorger. Wa Rabbu, jetzt erklärt was Ar-Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Was bedeutet Ar-Rabb? Jetzt erklärt über Ar-Rabb. Was bedeutet Ar-Rabb? Ar-Rabb huwa al-Malik al-Mutasarrif. Al-Malik, der Besitzer, der Organisierer. Wa yutlaqu fi al-Lugha ala al-Sayyid. In der Sprache, sprachlich, bedeutet السيد der Herr السيد der Herr وعلى المتصرف الإصلاح der Organisierer derjenige der versorgt organisiert وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى diese Bedeutung sind alle authentisch wenn wir über Allah reden ولا يستعمل الرب لغير الله also darf nicht sagen الرب so definiert du meinst ein Mensch der irgendjemand الرب اسمه في الله الرب الرب زاك ناس الدهاء بس الله aber wenn du jemand über einen Mensch redest dann musst du hinzufügen muss sagen der Besitzer des Hauses der Herr des Hauses رب الدار der Besitzer des Hauses der Herr des Hauses aber wenn du so definierst sagst الرب das ist nur für Allah وقد قيل إنه الاسم أعظم وقد قيل نام الرب يا ربي أو ده الدعاء الأنبياء بس الدعاء ده بروفيت يا ربي ربي زوغا إبليس هذا كذاك ربي بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم زوغا إبليس هذا كذاك ربي أكنت الربوبية من الله سبحانه وتعالى والعالمين رب العالمين العالمين لغالف عالم ذلت هذا ذلت عالم is ذلت وهو كل موجود سوى الله عز وجل سوى الله عز وجل alles was existiert außer Allah ist ein Welt alles was außer Allah ist Welt عالم والعالم جمع لا واحد له من لفظه العالم is ein plural aber hat kein sagt von كثير العالم is selbst ein plural was kein es gibt Worte im Arabisch wie النساء
النساء ist Plural von Frau, aber wenn du das, es gibt Plural, es gibt Singular. Also Al-Alam ist ein Wort, was kein Singular hat. Al-Alam ist ein Wort, was kein Singular hat. Wal-Awalimu Asma'u al-Makhluqati fi al-Samawati wa fi al-Barri wal-Bahr. Also Al-Awalim, das sind die Arten der Geschöpfe im Himmel, auf der Erde und im Meer. Und auch die Generation heißt auch Alam, Welt, auch Generation. Qala Bishr ibn Imara an Abi Rawq, an Dhahhak, an Ibn Abbas, also Auszug ibn Abbas, in Überlieferung zu Ibn Abbas, sagt: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Alhamdulillahi Allahi Lahu Al-Khalq Kulluh, also bedeutet, alles Lob gebührt Allah, der alle Geschöpfe, ihm gehört alle Geschöpfe. As-Samawat, die Himmel und die Erden und alles, was im Himmel und Erde ist, alles, was dazwischen ist und alles, und was wir wissen, was wir nicht wissen. Wa fi riwayat Sa'id ibn Jubayr wa Ikrim an Ibn Abbas. Sa'id ibn Jubayr ist ein Tabi'i, das ist ein Schüler ibn Abbas. Ikrim auch, ist auch Schüler ibn Abbas. Beiden sind Deutsche von dem Koran. Sa'id ibn Jubayr, Ikrim, Ibn Abbas. Ich habe heute über die Absicht geredet in der Jumu'ah, weil wenn ich sehe solche Leute jetzt, wie diese Namen, Sa'id ibn Jubayr, Ikrimah ibn Abbas, dieser Mujahid ibn Jurayj, diese Namen, was ich lese, nur Abi Hatim, Abu Hatim al-Raz, diese Namen jetzt. Also, dieser Namen von diesem großen Schaffler, das ist Al-Baraka von den Leuten. Das ist das Segen von, wenn du liest jetzt die Lebenslauf von Imam Ahmed, von Imam Malik, von Imam Shafi'i, von vielen Gelehrten. Du findest, dass sogar die Mütter hatten die Absicht, dass diese Jungs Gelehrten werden, großen Gelehrten werden. Wie wir gestern gesehen haben, in Ibn Hajar, sein Vater hat den Wunsch, dass er gelehrt. Die haben die Absicht. Die laufen auf der Erde mit einer Absicht. Die wollen was, die haben eine Absicht. Die meisten Muslime, die laufen auf der Straße und sagen: In was für Jahr ist das? 2021 oder was? 2011? Wo bist du? Weiß gar nicht, wo ist er. Kein Ab, er läuft, isst und trinkt und alles ist Arbeit. Ich denke, das wichtigste Sache im Leben ist Arbeit, Geld verdienen. Jeder macht das, jeder muss Geld verdienen. Wir brauchen dir nicht sagen, verdiene Geld, du wirst es sowieso aufstehen. Du wirst sowieso aufstehen. Aber was ist was anderes? Was ist deine Absicht? Also deine Absicht? Nichts, keine Absicht. Diese Bedeutung gibt es nicht mehr. Es gibt diese Bedeutung nicht mehr. Man kann nichts. Es gibt wenig, ganz wenig, ganz wenig. Ibn Abbas sagt, also Ibn Abbas, ja, das haben wir gesagt, Sa'id ibn Jubayr, Ikrim an Ibn Abbas, er sagt, der Herr von Al-Jinn und Ins, also er hat gesagt, Alamin, bedeutet Al-Jinn und Ins. Die Jinns und Ins. Also, das sind die Alamin, beide. So, die sagen, Allah meint Al-Jinn und Ins, die Beauftragten. Die Beauftragten. Kadhalika Sa'id ibn Jubayr und Mujahid ibn Jurayj, die haben diese Aussage gesagt, dass die Welten ist Al-Jinn und Ins. Aber diese Aussage ist, wir haben einen Teil erwähnt. Manche sagen, ja, wieso gibt es viele Aussagen im Tafsir? Das ist nicht viel Aussagen. Wir haben einen Teil erwähnt. Von dem gesamten Teil. Es gibt Himmel, es gibt Erde, es gibt Meer, es gibt alles. Wir haben Al-Jinn und Ins erwähnt, weil sie sind Beauftragten. Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim hat auch was überliefert mit einer Überlieferung, was man nicht
nicht alle Stütz nehmen, schwach. Aber die Aussage von Abbas ist authentisch. Al-Sadr al-Qurtubi hat gesagt, die Aussage jetzt von Ibn Abbas, dass Al-Alamin, Al-Jinn und die Menschen, hat eine Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, Surat al-Furqan 1, liyakuna lil-Alamin nadhira, damit er Warner für Al-Alamin. Also wer soll gewarnt werden? Al-Jinn und Ins. Die gegen Steine nicht. Die Himmel nicht. Erde nicht. Die haben gesagt, Al-Alamin, das sind die Jinn und Ins. Aber das ist ein Teil. Wo Al-Jinn und Ins? Und das sind Al-Jinn und Ins. Qala Al-Farra Abu Ubaidah. Al-Jinn sind wie Menschen. Es gibt Sekten, es gibt Muslime, es gibt Kuffar, es gibt Atheisten, es gibt Hindus, es gibt Christen, es gibt Juden, es gibt alles. Es gibt Muslime, es gibt Wissenschaftler, es gibt Gelehrten, es gibt Muhaddithun, es gibt alles. Wie Mensch, genau. Er sagt, Abu Ubaidah, er sagt, Al-Alam ibaratun amma yaqin. Also Al-Alam, er sagt, Al-Alam ist gemeint, die Geschöpfe, die Verstand haben. Und das sind die Menschen und Al-Jinn und die Engel und Al-Shayatin. Und man sagt nicht zum Tiere Al-Alam. Das ist eine Aussage von Abu Ubaidah. وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلاء وأبي محيص العالم كل ما له روح ترفرف ذاك العالم الله سلاش أين زيله هات قال قتادة رب العالمين ده فلتن كل صنف عالم ذاك إذا أعطيت أين عالم قال الحافظ بن عساكر في ترجمة مروان الحكم وهو أحد خلفاء بن أمية ويعرف بالجعدي ولقب الهم أنه قال أوزاق في مروان بن nicht Marwan bin al-Hakam, ist ein Falsch hier, ist Marwan bin Muhammad. Er sagt, خلق الله, Allah hat 17.000 Alam. Ahlus Samawati und Ahlul Ardi Alam واحد. Er sagt, die Leute von Himmel und Erde, das ist eine Welt. Und die anderen Welten, nur Allah weiß das. Diese Aussage der Imam Mukathir sagt, das sind seltsame Aussagen, die kein Beweis, die brauchen einen Beweis, sowas. Wenn er sagt, dass es gibt 17.000 Alam, woher weißt du? Dass diese Aussage braucht einen Beweis, weil man kann sowas nicht wissen mit Verstand, man braucht Offenbarung, wenn man über das Verborgene redet. Man braucht Offenbarung. Deshalb, er wird sagen, diese Aussage braucht ein Beweis. Der Kassier sagt, die Aussagen brauchen einen Beweis. Das ist, wie gefällt dir im Kassier? Er ist ein Kritiker. Immer er erwähnt die Aussagen, sagt zu dieser Aussage, braucht einen Beweis. Und es gibt keinen Beweis. Inshallah, das ist unsere Halaqa für heute. Also inshallah, nächste Woche wird nicht knapp, weil es gibt immer Isha zwischen uns. Und nächste Woche wird eine Stunde weniger. Dann wird Isha so um Viertel nach sechs. Dann haben wir Zeit, inshallah. Habt ihr Fragen? Nein. Wir bleiben bei 20:30 Uhr. Aber dann ist nicht die Zeit ist nicht eng, dann mit Isha. Dann fangen wir pünktlich schon. Also, keine Fragen. Okay, dann
وفيكم بارك الله. أظن بأندن فيا أمزح حلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.